Mike Töberg, herzlichen Glückwunsch. Meister der A-Junioren. Wie fühlt es sich an? Die Medaille haben Sie um den Hals hängen. Gutes Gefühl? Ja, also ich freue mich mal für meine Jungs. Ich finde, es ist schon hart. Die spielen eine hervorragende Saison. Jüschlik unter der Liste 8, Vereinsrekord. DFB-Pokalfinale, Westdeutsche Meister mit 11 Punkten Vorsprung nach 16 Spielen. Und dann wird alles entschieden in 3 Endspiele, so der Deutsche Meisterschaft. Es ist eben so ein Jugendfußball, dass das nicht das ist, was du über ein Jahr leistest, sondern dann am Endeffekt Deutsche Meisterschaft über 3 Spiele rausgespielt wird. Ich habe das einfach meinen Jungs gegönnt. Ich war auch sehr emotionell heute, weil das war auch wichtig für die Mannschaft, dass man auch mal so einen Abschluss feiern könnte. Und deswegen, das war in meiner Meinung hoch verdient. Hat auch einer 2 Meter bekommen können, einer war nicht abseits und wir müssen auch die Chancen einfach besser rauskriegen am Ende, dann gewinnen wir auch höher. Aber die Jungs haben richtig das Herz gezeigt, die haben gezeigt nach dem 1-0, dass wir in der Lage waren, zurückzukommen. Ich bin mega stolz. Was hat den Unterschied gemacht im Vergleich auch zu letzter Woche, wo es im Pokalfinale nicht ganz so gut funktioniert hat, dass man heute auch nach dem Rückschlag nochmal zurückgekommen ist? Ja, also man muss ja schon ehrlich sein, gegen Stuttgart in zweiter Halbzeit haben wir 300-400%ige und normalerweise drehst du auch so ein Spiel. Jetzt ist es aber so, dass du, wenn du manchmal zurückliegst, dann läuft eben manche Sachen nicht, wie man sich das so vorstellt und dann macht man kein Tor und auf einmal verliert man. Und das war eben so gegen Stuttgart. Wir haben auch in der ersten Halbzeit 20, 25 Minuten verpennt. Das war heute nicht der Fall, sondern auch beim 1-0, das war ja nicht so, dass wir schlecht gespielt hatten, sondern das war ein ordentliches Spiel, fand ich, aber dann haben wir noch ein paar Schippen draufgelegt und für mich auch verdient. Ich muss aber in gleicher Hinsicht auch sagen, das tut mir total leid für die Herzer Spieler, weil, wie gesagt, ein Spiel entscheidet alles. Nichtsdestotrotz sage ich auch, ich glaube, das ist der richtige deutsche Meister. Wir waren etwas überrascht, als wir auf die Aufstellung geschaut haben. Julian Reikhoff, der Topscorer der Mannschaft, nicht im Aufgebot, da noch über 90 Minuten nicht reingekommen. Haben Sie sich bewusst für diese defensivere Variante entschieden? Das war ja eigentlich keine defensive Variante, weil wir haben schon mit 3 Stürmer gespielt. Aber wir haben in der Woche halt den Gefühl gehabt, auch im Training, dass wir in unserer Grundordnung 4-2-3-1 Probleme bekommen konnten gegen die. Die spielen sehr oft lang, die haben schnelle Spieler vorne und dann haben wir halt an anderer Grundordnung trainiert. Wir sind ja die ganze Jahr sehr flexibel gewesen und heute stelle ich auch um in der Halbzeit. Und das ist halt auch eine Waffe von uns, wenn man unser Spiel anguckt. Jedes Mal nach dem Halbzeit kommen wir gut raus und heute entscheiden wir auch das Spiel direkt nach dem Halbzeit. Wieder durch eine Umstellung. Lob an mein Trainerteam und auch die Jungs, dass die das auch so umsetzen können. Nehmen Sie uns nochmal mit, so ein bisschen in die Emotionslage. Wie war es dann gerade in der Kabine? Wir haben es gehört, es war sehr laut, aber wie waren so die ersten Worte an die Jungs? Ich habe ihn nur gratuliert. Also dann habe ich gesagt, das sollen die auch mal richtig feiern lassen. Ich habe auch ein paar Tränen in die Augen gehabt, weil das war schon ein sehr intensives Jahr. Und ich fand, dass die Jungs, die haben so viel investiert und die haben so viele Spiele gehabt gegenüber alle anderen Vereine, weil wir in jedem Wettbewerb mit dabei waren, auch international. Und das ist nicht einfach und ist nicht selbstverständlich, dass du Woche für Woche, jeden dritten Tag deine Leistung abrufen kannst. Und vor allen Dingen waren wir die letzten 2 Monate auch nicht zusammen, weil der größte Erfolg dieser Saison ist ja eigentlich, dass wir 6 Spieler im Herrenbereich schon haben. Wir haben 4 in der Bundesliga gehabt mit Yusuf Awaxen-Spieler, Jamie Awaxen-Spieler, Tom Rode U18-Spieler, Leon U19-Spieler und beim U23 mit Bradley und Abdu ein U18 und U19-Spieler. Also, die haben wir durchgeschoben und trotzdem unsere eigenen Spiele gewonnen. Da muss ich schon sagen, das ist nicht selbstverständlich. Jetzt hat man nach diesem großen Erfolg aber tatsächlich am Mittwoch noch ein Fußballspiel. Wie schafft man das als Trainer, die Jungs jetzt nach 1-2 Feiertagen dann nochmal auf dieses Spiel zu fokussieren? Also ich muss ehrlicherweise sagen, die Terminplanung ist eine Vollkatastrophe. Die Jungs, die dürfen jetzt nach Malle fliegen bis Mittwoch und dann treffen wir uns direkt beim Spiel und dann machen wir das Beste draus. Dann viel Spaß beim Feiern. Danke.